Ich glaube, den schaffen wir genau mit dem, was wir heute hoffentlich auch versuchen, den mutigen Dialog miteinander zu suchen und zu finden. Und dann gehört vielleicht auch einfach dazu, dass man beginnt, dass man anfängt. Vielleicht ist das dann auch damit verbunden, dass man an ein oder anderen Stelle ein bisschen was zerbricht, aber das gehört zum Aufbruch dann dazu. Gemeinsam, das ist echt eine gute Frage. Und ich glaube, wir sind eigentlich eher so in den Silos unterwegs. Ja? Und jeder kämpft so ein Stück für sich. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn wir aus der fachlichen Welt kommen, also da, wo täglich angewendet wird, sind wir alleine. Da, wo angeboten wird, da gibt es eine super Lobby. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr Schulterschluss treiben, weil ich glaube, die Herausforderungen sind alle dieselben. Und vielleicht sollten wir einfach auch eine bessere Lobby organisieren für uns. Und zwar aus den Pflegeeinrichtungen raus und nicht nur von der Industrieseite. Ich glaube, das wäre schon mal ein echt guter Schritt, wenn wir das verstanden hätten. Ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, dass wir alle beitragen an dieses Gesundheitssystems, dementsprechend alle Bezahler sind und dass wir diese Sicht von Transformation, dass wir gemeinsam etwas Besseres haben wollen und nicht gegeneinander, aber miteinander in die Zukunft schauen, um zu schauen, was möchten wir dann eigentlich, das zu beschreiben und darauf hinzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine sehr große Frage, aber das Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist immer so die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer. Das ist im Gesundheitswesen, das ist es ja ganz vieles, Ärzteschaft, die Pflege, OP-Management, Einkauf. Und ich glaube, dass ein echter Aufbruch nur schafft, wenn man alle gut mitnimmt, alle beteiligt, auch alle Stimmen so hört. Und dann kann es gelingen, nachhaltiger zu werden, digitaler zu werden und mit den begrenzten Kräften, die man so hat, dann doch sehr gut für die Patientinnen und Patienten da zu sein. Die schwierigste Frage, ich glaube, die wird auch noch zu beantworten sein, aber ich glaube, niemand kann ihn alleine schaffen, den Aufbruch. Das wird ein Zusammenwirken von vielen erfordern und ich glaube, dazu kann auch diese Veranstaltung dienen. Eben gemeinsam. Man muss gemeinsam den Weg definieren, gemeinsam die Interessen suchen und nicht gegeneinander. Haltung hinterfragen. Purpose ist da, wir wollen alle helfen, wir sind nah an den Menschen dran, an der Gesundheit, teilweise an Leben und Tod. Und wie kriegen wir das zusammen zustande, ohne in alte Vorurteilsfallen zu tappen? Ich finde, im Gesundheitswesen ist doch wichtig, dass wir anerkennen, es gibt ganz verschiedene Berufsgruppen, die alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich dafür zu sorgen, dass in Zukunft die Menschen, die krank werden, die hilfsbedürftig sind, angewiesen sind, dass die eine Unterstützung bekommen. Dafür brauchen wir die Industrie, dazu brauchen wir die Heilberufe, wir brauchen natürlich auch Geschäftsführer, wir brauchen ökonomischen Sachverstand. Aber die Medizin ist nun mal kein industrieller Betrieb, bei dem es um Erlösoptimierung geht, sondern es ist ein sozialer Bereich. Und deswegen müssen wir diesen sozialen Aspekt unterstreichen und die vielen Berufsgruppen zusammenführen, um dem Sozialen zu dienen. First of all, I guess we need to be motivated and all looking in the same direction. And that's the first step. And knowing that we are probably at the beginning of the journey, I guess that we need to think about evolution and not revolution. Ich glaube, es braucht mehr Formate. Ich nehme ganz viel mit aus einem Austausch mit jemandem, der lange in der Industrie ist. Gleichzeitig muss der aber auch offen genug sein, sich von mir Vorschläge anzuhören. Das heißt, es darf diese Kultur von auf die Füße treten, darf nicht zustande kommen. Und ich glaube, sowas wie zum Beispiel so ein Tandem-Programm, also alt und jung machen zusammen ein Projekt, bietet ganz viel Potenzial. Und wenn es davon mehr gibt, dann wird es hoffentlich in Zukunft ein bisschen einfacher.